Good afternoon. Guten Nachmittag. It is nice to talk with you again. Es ist schön, mit euch zu sprechen. I just want to ask, how are you all doing? Ich möchte nur einmal fragen, wie geht's euch an? I believe you're doing great. Ich glaube, dass es uns gut geht. One thing I know in the kingdom of God. Und eines weiß ich im Königreich Gottes. Is that Jesus is our King. Ist, dass Jesus unser König ist. He is our Savior. Er ist unser Retter. He is our Lord. Und er ist unser Herr. And He is doing great things in our lives. Und er tut großartige Dinge in unserem Leben. Today I want to spend short time with you. Heute möchte ich ganz kurz mit euch etwas lesen. To share something from the book of 1 Corinthians. Aus dem 1. Korinther. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 8. Kapitel 2, Vers 4 bis 8. Now this is Paul talking about his preaching. Da ist Paulus, der über seine Predigt spricht. By saying, indem er sagt, I'm not here to talk anyhow to you. Ich bin nicht hier, um irgendwie mit euch zu reden. But to demonstrate the power of God. Sondern um euch Kraft Gottes zu zeigen. To demonstrate the wisdom of God. Um die Weisheit Gottes zu demonstrieren. He had time to explain the wisdom of the world and the wisdom of God. Ich werde jetzt Zeit nutzen, in der ich die Weisheit Gottes und das Königreich Gottes erklären werde. And then we find out that und wir finden heraus, he's talking more about the wisdom of dass God. Dass Paulus mehr über die Weisheit Gottes spricht. That the wisdom of God, dass die Weisheit Gottes, the rulers of earth don't know about the wisdom of dass God. Dass die, die Welt regieren, nicht wissen, was die Weisheit Gottes ist. They know only the wisdom of the world. Sie kennen nur die Weisheit der Welt. But they don't know the wisdom of God. Aber sie kennen nicht die Weisheit Gottes. And he keep on saying, und er sagt weiter, but if the rulers of the earth, dass wenn diejenigen, die die Welt regieren, the unbelievers, wenn die Ungläubigen, if they know, wenn die wissen, the wisdom of God, was die Weisheit Gottes ist, and if they understand, und wenn sie verstehen würden, the wisdom of God, wenn sie die Weisheit verstehen würden, they will not even kill our Lord Jesus. Dann würden sie nicht mal unseren Herrn Jesus umgebracht haben. They will not crucify him. Sie hätten ihn nicht auf gekreuzigt. If they will understand, wenn sie es verstehen würden, the wisdom of God. Wenn sie die Weisheit Gottes verstehen würden. If they will understand, wenn sie es verstehen würden, when they kill Jesus, dann wenn sie Jesus umgebracht haben, what is going to happen? Was passieren würde? If they know, wenn sie es gewusst hätten, when Jesus went to the cross, dass als Jesus ans Kreuz gegangen ist, after the cross, nachdem er am Kreuz war, if they know, wenn sie es gewusst what gewusst will hätten, happen, was passieren würde, they would not have killed him. Dann hätten sie ihn nicht umgebracht. They would not even try. Dann hätten sie es nicht einmal versucht. They would not even dare. Sie haben sich einfach versucht. But because they don't know the thought of God. Aber weil sie den Gedanken Gottes nicht kannten. They don't know the mind of God. Und den Gedanken Gottes nicht kannten. They don't have the wisdom of God. Und die Weisheit Gottes nicht hatten. They decide to kill Jesus. Haben sie entschieden, Jesus umzubringen. And by killing Jesus, und während sie ihn umgebracht haben, salvation took place. Ist dann die Rettung gekommen. By killing Jesus, indem sie Jesus umgebracht haben, the curse was washed away. Ist die Schuld weggewaschen worden. By killing Jesus, indem sie Jesus umgebracht haben, the blood of Jesus, ist das Blut Jesu, washed our sins away. Hat unsere Sünden weggewaschen. If they knew, wenn sie es gewusst hätten, that when they kill Jesus, dass wenn sie Jesus umbringen, all this will happen, dass alles passieren würde, they would not have killed him. Hätten sie das nicht getan. They would not even dare. Hätten sie einfach to kill him. What am I talking to you this afternoon? Was sage ich heute zu euch? You know, coronavirus. Der Coronavirus. If the enemy knows, wenn der Feind wissen würde, what God is going to do afterwards, was Gott danach tun wird, he will not let it come. Dann hätte er es nicht kommen lassen. You see, let me tell you something. Lass mich euch etwas sagen. You know, the world is crying today. Die Welt weint heute. The world is facing so many challenges today. Die Welt geht durch so viele Herausforderungen. It's so much painful. Und es ist so schmerzhaft. It's so much hurt. Und es tut so doll weh. People are dying. Menschen sterben. I understand. Ich verstehe das. But let me tell you something. Aber lass mich etwas sagen. I'm sure in my heart, ich bin mir sicher im Herzen, that almost 95% of the people who died, dass 95% der Menschen, die gestorben sind, the last minute of dying, in der letzten Sekunde, in dem sie they will sind, call upon the Lord, dass sie den Herrn rufen. Their soul will be with God. Deren Seele wird mit Gott sein. You don't believe it. Ihr glaubt das and nicht. I don't want you to believe it. Und ich möchte, dass es this is what I'm convinced. Aber das ist das, was ich that glaube. Was people ich, who are dying, dass Menschen, die sterben, in their last minute, in deren letzten Sekunde, they will call upon the Lord. Rufen sie Gott.
before they die. Bevor sie sterben. God will save their life. Gott wird deren Leben retten. Their soul will be with God. Deren Seele wird mit Gott sein. We will see them one day in heaven. Und werden sie eines Tages im Himmel sehen. I know it's painful. Und ich weiß, dass es schmerzhaft ist. But we those who are alive today. Aber wir, die heute am Leben sind. I'm telling you. Ich sage euch. If the enemy knows. Wenn der Feind weiß, what God is going to do in this situation. Was Gott in dieser Situation machen wird. He will not allow it to come. Dann hätte er es nicht erlaubt, dass es kommt. Because God is about to do something denn, on earth. Denn Gott ist dabei, das auf der Erde zu tun. His children are going to bring the glory of God on earth. Seine Kinder werden die Ehre Gottes. Das werden seine Ehre auf die Welt bringen. I'm keeping telling you all the time about this. Ich sage euch das. After this, nachdem, we are going to build an altar. Werden wir einen Altar bauen. After this, nachdem, we are going to worship God. Werden wir Gott lobpreisen. As if the worldly people knows. Ich sage, wenn die Menschen auf der Welt wissen würden, that Jesus died, dass Jesus ist tot, is going to bring salvation. Rettung bringen würde. Is going to redeem his children. Und dass er seine Kinder retten würde. Is not going. They are not going to do it. Dann würden sie die Dinge nicht tun. They will not have killed him. Dann hätten sie ihn nicht getötet. But because they didn't know. Aber weil sie es nicht wussten. They did it. Haben sie es getan. I'm telling you. Und ich sage euch. Those who are alive today. Die heute am Leben sind. We are going to praise our wir God. Wir werden unseren Gott preisen. We are going to stand firm. Wir werden standhaft. And we will lift up our Lord Jesus. Und unseren Herrn Jesus erheben. And we will know. Und wir wissen. That yes, he is our savior. Dass er unser Retter ist. We have the answer. Wir haben die Antwort. We are the people who have the answer. Wir sind die Leute, die die Antwort Let haben. Me tell you something. Lass mich etwas sagen. In all this, in all diesen, we cannot ignore the church. Können wir die Kirche nicht ignorieren. We cannot put the church aside. Wir können die Kirche nicht an die Seite we cannot put Christians aside. Because Christians had the answer. We had the answer. Wir haben die Antwort. And the answer und is that ist, we will go on our knees. Wir auf unsere Knie gehen. And we will call unto our God. Wir unseren Gott rufen. Don't worry that you are not in church today. I know it's frustrating. Ich weiß, es ist frustrierend. I know it's not good. Ich weiß, es ist nicht so gut, that we are not meeting together. Dass wir uns nicht but I'm telling you, aber ich sage euch, even though in your house, auch in eurem Haus, put yourself together. Könnt ihr zusammenkommen. Let us call unto our God. Lass uns unseren Gott rufen. Because we are the answer. Denn wir sind die Antwort. We are the answer. Wir haben die Antwort. Our answer is und unsere Antwort we will ist, call dass wir rufen unto our God. Unseren Herrn. Many a times, some of you think your prayer are in vain. Sehr oft denken einige von euch, dass eure Gebete nicht gehört werden. Your prayer is for nothing. Dass es für nichts ist. You are praying for nothing. Dass ihr einfach für nichts Because betet. The more you are praying, denn je mehr ihr betet, you see things are going on still. Dann merkt ihr, es ist immer noch and so passiert. You feel like you have to give up or I should continue. Und ihr habt das und ihr fragt euch, ob ihr aufgeben sollt oder weitermachen Please wollt. Don't give up. Gebt nicht auf. Because if not your prayers, denn wenn nicht eure Gebete, that you don't know what has happened today. Dann wisst ihr nicht, was heute passiert. If not your prayers, denn nicht eure Gebete, maybe the world has gone differently. Dann hätte die Welt vielleicht anders But gemacht. Because of your prayers. Aber aufgrund eurer Gebete. Things are not going on worse than you're supposed to. Sind Dinge nicht schlimmer als sie eigentlich sind. Keep on praying. Bleib dabei und don't give up. Und gib nicht auf. I want to encourage you. Ich möchte euch ermutigen. And I want to invite you. Und ich möchte euch einladen. For every Friday prayer meeting. Mit einem Gebet. Every Friday we have all night prayers. Jeden Freitag werden wir ein Gebet haben. Maybe ein somebody will say, Nachtgebet. We who? Manchmal fragt euch, wer wir. Today the state says we all know to come together. Denn der Staat sagt, wir nicht zusammenkommen sollten. I've been praying the whole night through. Ich bete die ganze Nacht durch. And I'm inviting you in your home. Und ich lade euch in ein, your house, dass ihr zu Hause auch tut. To pray. Beten, the whole night through. Die ganze Nacht durch. Because I'm telling you, ich sage euch, if you couldn't make, you can't make it the whole night through. Wenn ihr es nicht die ganze Nacht lang machen könnt, if you do it 30 minutes, auch wenn ihr es nur 30 Minuten macht, if you do it 5 minutes, oder 5 Minuten, if you do it 2 hours, oder 2 Stunden, the Lord, der Herr, hears you. Hört euch. Jesus. Hears you. Hört euch. He needs some people. Er braucht Leute. Who will command? Die sagen. Things to stop. Dass Dinge stoppen sollen. Who will speak a word? Die ein Wort sprechen werden. To break some things. So dass einige Dinge zerstört werden. Jesus is ready. Jesus ist bereit. For his people. Für seine Leute. You remember one time? Erinnert ihr euch daran? Peter and John. Dass
Petrus und Johannes went to a temple, in einem Tempel, and on the way going, dahin, they saw this man sitting there, haben sie einen Mann gesehen, der da saß, begging. Und er hat gebettelt. You know this story? Diese in the book of Acts chapter 3. In der Apostelgeschichte Kapitel 3. This man was begging. Dieser Mann hat gebettelt. And Peter and John look at him. Und Petrus und Johannes haben ihn angeschaut. And he said, und er hat gesagt, silver and gold, Silber und Gold, we don't have, haben wir nicht. But what we have, aber was wir haben, is Jesus. Ist Jesus. Rise up and walk. Steh auf und lauf. Let me tell you something. Lass mich etwas sagen. What the world don't have, was die Welt nicht hat, is what we have. Ist was wir haben. What the world needs, was die Welt braucht, is what we have. Ist was wir haben. We have Jesus. Wir haben Jesus. We are the one that can lift up this world. Und wir sind diejenigen, die diese Welt erheben können. We can tell the world, rise up and walk. Wir können zu der Welt sagen, steh auf und lauf. We can tell the world, wir können der Welt sagen, now is time, jetzt ist die Zeit gekommen, to walk, um zu laufen. Can I tell you something? Kann ich etwas sagen? We have power. Wir haben Kraft. And I'm here to announce to you, und ich bin hier, um euch zu sagen, if enemy knows, dass wenn der Feind weiß, what God is going to do, was Gott tun wird, in this situation, in dieser Situation, he will not allow this to dann come. Hätte er das nicht erlaubt, dass das kommt. Children of God, Kinder Gottes, I said after this, ich sage nach diesem, come on, I said after this, ich sage danach, we are going to praise God than ever. Werden wir Gott mehr preisen als we denn are je. Going to shake the edge wollen, than ever. Wir werden die Erde we are going to bring the gospel across nations than ever. Wir werden das Evangelium mehr in jede Nation bringen als je. I want you to be part of this family. Ich möchte, dass ihr Teil davon seid. I want you to be part of this family. Dass ihr Teil dieser Familie seid. The big family. Dieser großen Familie. The family of God. Dieser Familie Gottes. The kingdom of God. Des Königreichs. Be part of this family. Seid Teil dieser Familie. And you will know. Und dann wisst ihr. That he is good. Dass er gut ist. That he is great. Dass er groß ist. That his grace. Und dass seine Gnade. Is great. Groß ist. Is great for you. Es ist groß für dich. I'm telling you. Ich sage euch. God. Is good. Gott ist gut. He is great. Er ist groß. He is so powerful. Und er hat so viel Kraft. It's time. Es ist Zeit. To command. To tell something. Jemand etwas zu sagen. To say, rise up. Dass sie aufstehen sollen. And walk. Und laufen sollen. I said. Ich sagte. If the people knew. Wenn die Leute gewusst hätten. They would have not killed Jesus. Dann hätten sie nicht Jesus, hätten sie Jesus nicht umgebracht. But because they don't know. Aber weil sie es nicht wussten. The wisdom of God. Weil sie die Weisheit Gottes nicht kannten. Today. Es ist heute so. The wisdom of God. Dass die Weisheit Gottes. Will demonstrate. Demonstriert. Will come through the children of God. Sie wird durch die Kinder Gottes demonstrieren. The children of God will reveal the mind. Und diese werden dann den Gedanken von Gott please prepare, zeigen. Prepare yourself. Bereitet euch vor. Get ready. Seid bereit. And I'm here to tell those who don't know Jesus. Und ich bin hier, um denen, die Jesus nicht kennen, zu sagen. It's time to give your life to Jesus. Es ist Zeit, Jesus euer Leben zu geben. It's time to accept him. Es ist Zeit, ihn zu akzeptieren. It's time to believe in him. Und es ist Zeit, in ihn zu, an ihn zu glauben. He is denn er ist Gott. He is Jesus. Er ist Jesus. He is our Savior. Und er ist unser Retter. Our Messiah. Unser Messias. Our Healer. Unser Retter. And our everything. Unser Heiler. Unser Give alles. Give life unto him. Gebt ihm euer Leben. Change from your attitude. Verändert eure Einstellung. Change and come to him. Und verändert sie und kommt zu ihm. Repent and give your life to him. Kommt und gebt euer Leben ihm. And know that he is God. Und seid gewiss, dass er Gott ist. That saved. Der rettet. I want to encourage you. Ich möchte euch ermutigen. That let's stand firm. Dass wir standhaft let's bleiben. Let's hold together. Dass wir zusammenhalten. Let us pray. Lass uns beten. Let us know that our God is God. So dass wir wissen, dass unser Gott Gott ist. Your prayers will never be in vain. Und dass eure Gebete niemals nicht genug sein würden. Keep on praying. Bleib dran und bete. Keep on calling on to him. Bleib dran und ruf ihn. Because of your prayers. Denn aufgrund eurer Gebete. Things is reducing. Werden Dinge einfacher. Keep on praying. Bleib dabei. Let us hold on strong to God. Lass uns Gott. He is good. Festhalten, denn er ist gut. May God bless you. Möge Gott euch segnen. Strengthen you. Euch stärken. Keep you strong. Und euch stark in behalten. Prayer. In Gebet, in wisdom, in Weisheit, in ability, in everything that you need in life. In allem, was ihr im Leben braucht. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Amen.